Lecker. Ich könnte mir vorstellen, dass Manching dann ein schnelles Rückführungszentrum wird, weil alles, was man dazu braucht, ist da. Und das ist unser Ziel, dass man weiß, es kommen momentan von 100% Menschen, wo kommen immer noch 60% mit sehr geringer Bleibewahrscheinlichkeit. Und dann wird sich das anbieten, dass die Leute hier ein schnelles Asylverfahren und ein faires Asylverfahren bekommen. Es gibt kaum mehr ein privates Gespräch, so erlebe ich das, im Familienkreis, im Freundeskreis, bei Vereinen, wo man nicht in relativ kurzer Zeit auf dieses Thema Flüchtlingssituation kommt, auf aktuelle Bilder im Fernsehen oder Äußerungen von Politikern. Wie viele Asylbewerber bekommen wir nach Oberstimm noch in die Kaserne? Das würde eigentlich die meisten interessieren. Okay, also sprechen wir es ganz lokal. Danke. Ja, sehr gerne. Fahren wir ganz lokal nach, vielleicht fahren wir direkt beim Herrn Landrat nach. Denn vielleicht können wir die Zahlen aktuell auch mal darstellen. Was heißt es denn eigentlich, Asylbewerber im Landkreis aufzunehmen? Wie viel sind es denn eigentlich im Landkreis aktuell und wie viel darf manchen Oberstimm erwarten? Ja, das ist uns vollkommen bewusst, dass das eine der drängendsten Fragen ist. Ich will versuchen, dazu jetzt mal den Rahmen aufzuzeigen. Wir haben im Landkreis insgesamt 1200 Asylbewerber derzeit, das entspricht genau 1% der Bevölkerung. Diese Asylbewerber haben wir angesammelt in 2,5 Jahren und jetzt haben wir die Ankündigung, dass wir nahezu ein weiteres Prozent, also die gleiche Anzahl noch einmal in kürzester Zeit zu erwarten haben und auch unterzubringen haben. Uns ist also konkret angekündigt, dass wir bis zum Jahresende 900 Plätze schaffen sollen und eben dann die weiteren in den Januar, Februar hinein. Aber das bedeutet, dass die gleiche Anzahl, die jetzt in 2,5 Jahren angekommen ist, in den nächsten 4-5 Monaten noch einmal in den Landkreis kommt. Bei manchen ist es jetzt in der Tat so, 1% wären 110 Asylbewerber, der Markt Manching ist jetzt mit 130 vertreten in dieser Auflistung, das heißt, er hat die 1% jetzt schon überschritten. Es geht quasi jetzt die Betrachtung zunächst einmal in Richtung 2%. Das wären dann 220. Jetzt haben wir aber die Sondersituation, dass wir mit der Max-Immelmann-Kaserne eine Unterbringungsmöglichkeit haben, die natürlich sehr viel mehr ermöglicht. Ja, zunächst war es so, dass das eine dieser Noterstaufnahmen waren, also nicht registrierte Personen, die mit den Zügen gekommen sind. Das war am Anfang der starke Strom aus Salzburg und aus Kufstein. Und die sind hier angekommen und registriert worden und dann von dort weiterverteilt. Dann kam die nächste Stufe, nur Balkanstaaten und dort aber dann keine Weiterverteilung mehr, sondern endgültige Bearbeitung und Rückführung. Und jetzt ist wirklich die Spekulation, was kommt. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass jetzt neben dieser Rückführungseinrichtung für Vertreter aus dem Balkan, für Menschen aus dem Balkan, eine völlig normale Erstaufnahme wiederkommt, von der umverteilt wird, dass eine dauerhafte Unterbringung kommt, dass die Menschen dann hier an dieser Stelle länger bleiben. Und die dritte Variante ist, dass das Teil dieses Transit- oder Rückführungsbereichs wird, in der im Grunde der Gedanke Balkanzentrum ausgeweitet wird für alle Asylbewerber. Also zum einen denke ich, dass wie immer jetzt das Rückführungszentrum so bleibt oder dann zentralisiert wird, das wäre die eine Möglichkeit, wenn schon alle Behörden da sind, sehe ich jetzt nicht als Nachteil. Wenn es in der Zeit zwischen letzten Jahr im Prinzip und den 10 Jahren, die uns zugesagt wurden von beiden Ministern, auch dokumentiert in Pressemitteilungen, bei den 10 Jahren der Belegung bleibt, also von unseren 30 Hektar, 15 Hektar, glaube ich, wäre die Erstaufnahme in unserem stark wachsenden Bereich und Immungsstadt darüber eher günstiger für uns, wenn es Erstaufnahme wie eine Dauerbelegung werden würde. Man muss sicher sagen, dass der Ort, der Hauptort Manching jetzt durch diese Kaserne nicht so unmittelbar belastet ist, die Menschen gehen direkt in die Stadt Ingolstadt. Jetzt komme ich nochmal zu unserer Einschätzung.
wir müssen 900 Plätze schaffen bis zum Jahresende und haben derzeit noch 150. Wir wissen, dass in der Kaserne hochwertigste Mannschaftsräume leer stehen, frisch renoviert, mit besten Ausstattungen, was Duschen etc. Raumsituation betrifft. Ich muss Sie mit dieser Tatsache konfrontieren, dass wir, bevor wir Turnhallen beziehen im Landkreis, auf die Kaserne gehen. Ich kann Ihnen jetzt einfach nicht sagen, in welchem Umfang wir das tun. Thema Turnhalle möchte ich schon was sagen. Also ich bin also fest davon überzeugt, also in absoluten Notsituationen, dann mag das so sein. Aber das sehe ich noch nicht. Wir haben in manchen mit unserer Kaserne, das kann jetzt ein Nachteil oder Vorteil sein. Ja. Momentan sehe ich es eher als Vorteil, in dem Sinne, als Notsituation, in der Notsituation, dass wir die Kaserne mit nutzen, ist eine Bundeseinrichtung, die müssen uns nicht fragen, keine Frage, aber ich gehe davon aus, dass wir die Kaserne auf alle Fälle über diesen Winter, dass dann die notdramatische Zustände kommen, dass wir die nutzen müssen, aber und damit wir unsere Turnhalle nicht belegen müssen, wir müssen aber auch verteilen. Und wir haben im Landkreis mit allen Kommunen, also die Bürgermeister, wir haben also immer bestes Einvernehmen mit dem Landrat gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine Notsituation, wir müssen den Leuten helfen mit dieser 1%-Situation, aber es müssen ein paar Kollegen, das ist jetzt kein Angriff auf die Kollegen, aber es muss ankommen, dass die noch nicht so weit sind, die müssen Gas geben, weil wenn nach dem Winter müssen wir von der Kaserne wieder umverlegen, sage ich jetzt mal, in der Hoffnung, dass weniger wird, ist ja klar, auch auf alle Kommunen gleich umverlegen. Nur weil wir zufällig eine Kaserne haben, können wir nicht im Landkreis Norden. Geisenfeld ist massiv belastet, das muss man ganz klar sagen. Ist ja die Petritz-Stellung da draußen, im Prinzip haben wir eine Kaserne zwischen Forstwiesen und Geisenfeld. Wir können nicht im Landkreis Norden, weil wir zufällig ein paar so Einrichtungen haben, am meisten belastet werden. Ich möchte es loswerden, das hat nichts mit Böse zu tun. Wir sind uns eigentlich unter den Bürgermeister einig, nur ein paar müssen Gas geben und müssen was bauen. Wir brauchen nichts bauen, weil wir Gebäude haben. Und ich sehe das als allerletzte, und da werde ich mich auch wehren, das weiß der Landrat, solange wir eben die Kaserne haben, werden wir es nutzen, aber dass wir ja nicht die Turnhallen benutzen. Ich sehe da Riesenprobleme, wenn unsere Kinder nicht mehr zum Sport gehen können, wenn unsere Vereine nicht mehr zum Sport gehen können. Das ist zwar alles nicht so wichtig, weil Leben und Dach über dem Kopf, das ist mir vollkommen bewusst, aber dann kommt immer mehr Unruhe in die Bevölkerung rein und das, glaube ich, können wir überhaupt nicht brauchen. Und diesen Spruch, ich habe den auch schon öfters gehört, 10 Busse nach Berlin. Also wenn jetzt morgen und nächste oder 14 Tage, lieber Goldstraub, nichts passiert, dann gehen 20 Busse der Kanzlerin fürs Kanzleramt mitfahren, weil dann soll es einmal in Berlin vom Kanzleramt aus organisiert werden. Das meine ich nicht polemisch, sondern das, was dir machen müsst und wir machen müssen im Landratsamt, in diesen Situationen werden Menschen vor das Landratsamt hingestellt und man muss sie verteilen. Und ich meine das nur symbolisch. Kehr hat das im Prinzip gemacht, dass man sieht, dass das nicht so einfach geht. Und ohne Blätter herzureden, aber irgendwo muss, man kann nicht wochenlang reden und man kommt da nicht weiter. Man muss die Leute, wie der Landrat sagt, zeigen, mit den ganzen Handys und Smartphones, jeder Asylbewerber, das Einzige, was er fast hat, ist, das ist die Kommunikation. In die Welt hinaus ist das Smartphone. Und da müssen andere Bilder ankommen, wie nur bei uns ist schön und bei uns ist alles super, weil das ist ja nicht so ist, wenn die alle aufeinander fährt im nächsten Raum leben. Das möchte ich nochmal sagen zum Thema unsere Kasernen und das solidarisch aufgeteilt werden müssen. Gut, wir haben auch Angebote, das darf ich heute auch sagen, aus dem Ort heraus, dass uns Personen gesagt haben, mit unterschiedlich großen Immobilien, wir würden euch helfen. Wenn es ansteht, jetzt 150, und wenn ihr nichts weiteres bekommt, wir würden euch helfen und könnten das vielleicht auch ganz kurzfristig tun. Ich Ihnen einfach zusagen möchte, dass wir gemeinsam mit dem Bürgermeister, er wird vielleicht auch selber dazu noch was sagen, einfach die Balance halten wollen. Dass wir nicht sagen, wir nehmen, ich habe einmal gesagt, wir müssen alles nehmen, was wir kriegen, weil wir sonst nicht um die Runde kommen. Aber ich will auch nicht sagen, wir machen die Kaserne voll und wir nehmen dann in manchen Jahren auch alles. Also wir müssen und wir wollen schon im Auge haben, ausgewogene Situation, aber man muss natürlich sehen, Manching ist die zweitgrößte Gemeinde im Landkreis und
ich muss das auch wieder rechtfertigen dann gegenüber den anderen Gemeinden, dass wir halt da die Beiträge leisten, vor allem wenn wir die Möglichkeiten haben. Wenn die gesamte Bundesrepublik ordentlich verteilt wird, sodass nicht Bayern die alleinige Hauptlast tragen muss, wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, das wäre sehr wünschenswert, wenn gerecht verteilt wird. Es gibt in Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, einen sogenannten Königsteiner Schlüssel. Nach dem Schlüssel müsste Bayern 15% nehmen. Momentan nehmen wir zwischen 30% und 40%, beziehungsweise die Leute kommen bei uns über die Grenze und wir haben massive Schwierigkeiten, die in andere Bundesländer weiterzuleiten, weil die Aufnahmekapazitäten, so wird uns gesagt, in die anderen Bundesländer erschöpft ist. Das ist für uns sehr, sehr enttäuschend, aber leider müssen wir es momentan so hinnehmen und wir würden uns mehr Solidarität innerhalb Deutschlands wünschen. Aber Bayern ist mit Abstand am meisten von der Situation belastet. Eins, was wir immer wieder gefragt werden, ich kann Ihnen da nur sagen, was der Ministerpräsident und der Innenminister sagen, in Bayern wird es keine Zwangsenteignungen geben und auch keine Zwangseinweisungen in Wohnungen. Also das ist die Zusicherung von oberster Stelle. Solange die beiden was zu sagen haben, wird es keine Zwangsanweisungen geben. Aber trotzdem, und da möchte ich dann Herrn Landrat unterstützen, wenn jemand freien Wohnraum hat, dann wäre es nett, wenn er den momentan zur Verfügung stellen könnte. Da können wir momentan das bitten drum. Also wir haben jetzt 1% und müssen die 900 bringen in dem Jahr und dann eben bis Januar das weitere Prozent auf 2%. Wir haben einen Plan aufgestellt mit den Gemeinden, dass sie selbst mithelfen, Unterkünfte zu bauen. Und zwar jede Gemeinde Richtung 2%, sodass wir am Ende der Bauphase, die wir bis Februar, März, längstens April umgesetzt haben wollen, in jeder Gemeinde 2% haben. Dann hätten wir 2500 Plätze. Ich glaube, die 2%, entschuldige, lieber Landrat, dass ich das vorwegnehme, die 2% werden meines Erachtens noch nie und nimmer zu halten sein. Wir werden uns noch ein Stück weit bewegen müssen. In Bayern aber auch, wir werden auch ein Stück weit bewegen müssen, dass die anderen Bundesländer jetzt endlich ihrer Verpflichtung nachkommen und ich denke, dass es dann besser wird. Und wir dürfen jetzt, glaube ich, in dieser angespannten Phase unsere wertvollsten Dinge, nämlich dass wir in der Lage sind, Probleme zu lösen, nicht aufgeben. Und wir wollen, dass Sie verstehen, was wir machen, dass wir das erklären können, dass Sie auch sehen, wo wir keine Antworten haben. Und dass wir uns bedanken bei Ihnen, dort wo Sie uns schon so unterstützt haben. Das will ich auch ganz deutlich sagen, bei allem Ehrenamt, das schon organisiert worden ist. Und dass wir Sie vielleicht für das, was wir vorhaben und für die nächsten Monate, die ganz, ganz hart werden und ganz spannend, weil uns die Wohnungen ausgehen, dass wir Sie für diese Aufgaben auch zumindest so weit gewinnen, dass Sie sagen, wir wissen, was die tun. Das ist jetzt keine einfache Situation. Wir stellen fest, die stehen irgendwie zusammen und sie haben einen Plan.